zusammen. Ich bin Simone Mames und ich gebe den Yogakurs Montagmorgen, normalerweise in der Festhalle am Berg von 9 bis 10 Uhr. Und als der Lockdown kam, bin ich ziemlich schnell übergegangen zum Online-Yoga via Zoom. Und ja, also ich mache das hier bei mir im Wohnzimmer. Es ist von einem Teil meiner Gruppe angenommen worden, ein Teil wollte nicht oder ja, ich weiß nicht, ob die Leute einfach keine Internet oder die Möglichkeit haben, via Handy, Laptop oder keine Ahnung was, damit einzusteigen. Meine Gruppe ist ja gemischt, also es sind ein paar, ja, zwischen Mittel- und eher ältere Leute. Für die älteren Leute ist Internet jetzt nicht so interessant, sage ich mal. Aber ich habe da schon versucht, meine Gruppe mitzuziehen und zu sagen, hey, egal ob Lockdown oder nicht, wir tun was für uns. Und ich fand, das war jetzt eigentlich eine super Lösung, das so über Video, über Online, über Zoom anzubieten. Ich habe dann auch irgendwann eine Aufzeichnung gestartet, also sprich die Videos aufgenommen. Das heißt, wenn jetzt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin um die Uhrzeit keine Zeit hatte mitzumachen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dann auf mein Video, auf mein aufgenommenes zurückzugreifen und die Stunde einfach nachzuholen. Also ich habe dann auch immer diesen Link in meiner WhatsApp-Gruppe weitergeschickt und die Rückmeldungen waren soweit gut. Die Leute haben sich bedankt dafür, dass sie die Möglichkeit haben, weiterhin ja, online mitzumachen bzw. das dann auch später aufzurufen. Und für mich selber war es jetzt auch geschickt. Ich habe 3 Kinder zu Hause und ja, das alles so unter einen Hut zu bringen, ist auch nicht immer einfach. Generell finde ich, ja, es ist ein Mix zwischen, wir fühlen uns gut dabei und kommen ganz gut mit der Sache zurecht, und aber trotzdem auch, es zieht alles ziemlich Energie weg, weil es einfach eine Herausforderung ist, Kinder, Beruf und alles unter einen Hut zu bringen. Und gefühlt jeden Tag gibt es neue Anweisungen, jeden Tag ja, dieses schnelle Umschalten, wie wird weiter vorgegangen mit der ganzen Situation, ist Schule, ist keine Schule, in welchem Umfang oder auch Homeoffice oder so, ja, denn in dem einen Moment bist du im Homeoffice, dann wirst du wieder ins Büro zurückgeholt, und also es ist im Moment ein ständiger Wandel dabei, und dann kommt natürlich auch unbewusst dieses, ja, hatte ich jetzt schon Corona oder nicht? Oder kein Mensch weiß es, kein Mensch weiß es. Und damit klarzukommen oder sich da nicht verrückt machen zu lassen. Also mir hilft Yoga hier sehr viel, um einfach den Fokus ja, auf sich selber zu haben oder hier in der Ruhe zu bleiben und zu sagen, okay, alles wird gut. Alles regelt sich irgendwie. Von daher kann ich Yoga eigentlich nur weiterempfehlen. Und ja, ich glaube, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also ich bleibe bis zu den Sommerferien auf jeden Fall online unterwegs. Und wer mag, es dürfen alle in den Kurs reinschauen. Über meinen Status, WhatsApp-Status, gebe ich dann immer Bescheid, wann ich Kurs gebe. In letzter Zeit ist eigentlich meistens montags so 8.15 Uhr bis 9.15 Uhr. Ja, genau. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Bleibt ruhig und gelassen, gesund und bis dann. Tschüss.